Training nicht bei Strava hochgeladen? Training nie passiert. Strava or didn't happen. Welche Fehler ihr sonst noch bei der Benutzung eures Radcomputers begehen könnt, darüber sprechen wir im heutigen Video. GPS-Radcomputer, wie mein Wahoo hier vorne am Canyon, sind ja heutzutage kaum mehr wegzudenken. Während die kleinen Helferlein früher nur die Geschwindigkeit und die zurückgelegte Strecke anzeigen konnten, sind sie heute deutlich vielseitiger geworden. Man kann sich zum Beispiel eine Route auf den Tacho laden und sich navigieren lassen, sie zeichnen die Tour per GPS auf und man kann seinen Tacho sogar mit dem Handy verbinden und sich zum Beispiel anzeigen lassen, wenn man eine E-Mail im Training bekommt oder wer einen so anruft. Es lebe die Technik. Aber aus dem breiteren Anwendungsfeld ergibt sich natürlich auch die ein oder andere Stolperfalle, die man vermeiden sollte. Und wie das geht, das zeige ich euch im heutigen Video. Hi, morgen Training? Oh, warte mal, ich bin gerade schon unterwegs. Ich muss mal kurz gucken, was der Tacho mir sagt. Ah, sorry. 48 Stunden Erholungszeit. War zu hart heute. Also ich bin raus für morgen. So wie der Kollege hier, so solltet ihr das ganz bestimmt nicht machen. Wenn der Tacho 48 Stunden Erholungszeit sagt, ihr habt aber Bock und Lust auf eine Ausfahrt, dann macht sie bitte. Das gleiche gilt natürlich auch fürs Gegenteil. Wenn ihr euch eine feste Trainingseinheit vorgenommen habt und die Beine geben den Watt- oder Temposchnitt nicht her, lasst den Watt Wattschnitt sein und den Tempo Temposchnitt. Erster Praktikumstag in München, ich komplett motiviert erstmal eine Runde durchs Alpenvorland geplant und dann, so nach 50 Kilometern kurz hinter Bad Tölz, Akku vom Tacho leer. Ja, dann stand ich erstmal da und habe gemerkt, wie abhängig man eigentlich von den kleinen Helferlein an unserem Lenker ist. Und dann musste ich ziemlich unwürdig mit dem Handy in der Hand immer so hier nach Hause pilotieren. Deswegen checkt vor dem Losfahren immer den Akkustand eures Tachos, ladet die Batterie am besten immer vollständig auf oder wenn alle Stricke reißen und ihr los müsst, nehmt euch einfach eine Powerbank mit ins Training. Hat schon so einigem den gerettet. Ich bin ganz ehrlich, den Fauxpas meiner ersten Ausfahrt in München, den hätte man sich auch sparen können. Denn auch wenn man die Navigationsfunktion an seinem Tacho nutzt, sollte man sich zumindest ein bisschen in dem neuen Trainingsgebiet auskennen. Sucht euch zur Orientierung einfach einen Fluss oder ein paar kleinere Orte oder auch größere Orte, die euch am Ende wieder sicher zum Ziel bringen. Das kann euch bei so einer Ausfahrt wirklich helfen und ihr müsst nicht, wie ich, mit dem Handy in der Hand nach Hause pilotieren. Es soll ja Leute geben, die 5 Kilometer vor der Haustür sehen, Mist, ich habe erst einen 29,6er Schnitt auf dem Tacho, ich muss jetzt nochmal so richtig losballern, um auch ja mit 30er Streifen nach Hause zu kommen. Dasselbe gibt es auch beim Wattschnitt, 10 Kilometer zu fahren, 194 Watt im Schnitt und dann nochmal alles geben, damit auch ja über 200 am Ende draufsteht. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das halte ich für ziemlich unnötig. Denn wenn man die letzten Kilometer noch mal so richtig losballert, dann fährt man sich einfach nur Laktat in die Beine. Im letzten Teil der Ausfahrt sollte man eher kleine Gänge fahren und schön pedalieren. Bei uns sagt man im Radsportjargon dazu, easy easy, einfach mal die Beine fallen lassen. Wer sich einen Watt- oder Tempo-Vorsprung im Schnitt erarbeiten möchte, der sollte das lieber im ersten zwei Drittel der Tour tun. Das versuche ich übrigens auch seit Jahren meinem Vater zu erklären. Der fährt ohne Watt, aber mit Temposchnitt und versteht einfach nicht, dass so viele Faktoren da noch eine Rolle spielen. Der Trainingspartner, vor allem der Wind, aber auch Temperatur. Deswegen Leute, einfach nicht immer alles vom Tacho und von den Zahlen auf dem Tacho befehlen lassen. Zuallererst, ich bin der Letzte der Oldschool-Tacho-Nutzer verurteilt. Ich selber lasse das hier auch mal ganz gerne aus oder nehme ihn erst gar nicht mit auf die Ausfahrt. Aber wenn wir schon mehrere hundert Euro für so ein Tacho ausgeben, dann sollten wir die Funktionen doch auch nutzen, die sie uns liefern. Strava Live-Segmente, zurück zum Start navigieren, eine Route bei Komoot planen und dann einfach auf den Tacho draufziehen oder einfach nur der automatische Upload eurer Trainingsdateien auf die Trainingsplattform eurer Wahl. Ihr werdet überrascht sein, was der Tacho so alles kann.
Auch ich habe mit einem 30-Euro-Tacho angefangen, da wäre der Verlust noch so einigermaßen zu verschmerzen gewesen. Aber die heutigen Smartradcomputer kosten ja wirklich ein paar hundert Euro und da ist es ein echter Fehler, den Tacho beim Kaffeestopp einfach am Fahrrad dran zu lassen. Die Dinger sind ratzfatz geklaut und ihr um ein paar hundert Euro ärmer. Deswegen einfach den Radcomputer vom Rad abmachen, hinten in die Trikottasche stecken und dann habt ihr nämlich auch mehr Geld für Kuchen und für ein schönes Käffchen. Prösterchen! Was sich anhört wie eine Überwachungseinrichtung der CIA, ist lediglich die Live-Tracking-Funktion eures Wahoo oder auch sonstigen Radcomputers. Diese können nämlich mittlerweile zusammen mit eurem Handy euren Live-Standort mit jeder beliebigen Person teilen. Das kann einem, wenn man bei einer Trainingsausfahrt mal im Graben landet, wirklich das Leben retten. Außerdem super ist es, wenn man sich mit einem Kumpel oder mit einer Freundin im Training treffen will und beide kennen sich nicht aus. Weil dann weiß man nämlich, wo man sich ungefähr entgegenfahren wird und kann sich das immer wieder auf dem Tacho und auf dem Handy angucken. So mache ich übrigens auch auf der Kneipentour mit meinen Jungs. Einfach jedem schönen Wahoo in die Brusttasche und dann findet man sich im Wahoo, dann findet man sich im Vollsuff später auch wieder. Ach nee, die CCN-Präsenter trinken ja gar keinen Alkohol. Tschu! In Videos wie dem von heute lasse ich natürlich meine eigenen Erfahrungen als Radsportler einfließen. Da die aber natürlich nicht alle Bereiche abdecken, würde mich an dieser Stelle interessieren, was sind Fehler, die euch auffallen, wenn ihr mit eurem Radcomputer unterwegs seid und lasst ihr euch manchmal auch davon verleiten, einfach nur den Zahlen auf eurem Tacho zu folgen. Übrigens, wie mir stattdessen viel lieber folgen solltet, ist unserem Kanal GCN auf Deutsch und auch den Daumen nach oben nicht vergessen. In diesem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.